meine lieben Freunde, Happy Birthday, Shakes and Fidget. Ja, wir feiern quasi zusammen den 7. Geburtstag von Shakes and Fidget. Und so dachte ich mir, das ist doch mal eine kleine Episode nochmal wert. Ich bin nämlich schon fleißig hier am Suchen, denn ich glaube, das ist die Hauptinfo, die euch jetzt erstmal interessieren sollte. Solltet ihr die Pets sammeln, denn dieses Wochenende, also Samstag und Sonntag, gibt es das Paar-Turtle-Pet zu finden, und zwar auf der Totenkopfinsel. Ja, leider hatte ich das Pech, dass ich bisher keine Quest gefunden habe, auf der, ja, quasi dich dahin, dass du dahin kommst. Du siehst, wo du hingeschickt wirst, siehst du immer da oben, an der weißen Schrift, in welches Land du quasi geschickt wirst. Also man muss nicht immer da draufklicken, dann auf Abbrechen, um zu gucken, welches Level das quasi ist. Aber empfehlenswerterweise, dass ihr so viele Quests wie möglich kriegt, umso mehr Chancen erhöht, macht immer nur super, super, super kurze Quests. Also jetzt wie hier in diesem Fall diese 2-Minuten-Quests, wenn ihr die Auswahl dazu habt, damit ihr die Möglichkeit habt, endlich diese Totenkopfinsel wie ich jetzt halt zu kriegen, damit man die auch machen kann. Ich hatte nämlich das Pech, ich habe sie nicht einmal gefunden heute. Und man hat nur die Chance, diesen Samstag und diesen Sonntag das zu finden. Ansonsten erst wieder nächstes Jahr zum Geburtstag. Ansonsten, ja, hat sich bei mir selbstverständlich irgendwie so ein bisschen was getan. Bei der Festung bin ich gerade dabei, auf Level 13 hier meine Holzverlöte auszubauen. Letztens erst den Steinbruch beendet. Und ich habe einiges jetzt mal so ein bisschen nachgeholt. Edelsteinmine ist auf 12, Schmiede 13, Befestigung natürlich 13. Es dauert halt alles ziemlich lange. Ich glaube, das läuft mittlerweile seit einer Woche. Das ist halt echt brutal abartig, wie das hier vorwärts geht. Also man muss da einfach so übertrieben lange warten, aber ich gebe mir immer mal wieder Mühe. So, Skype, du interessierst mich jetzt eigentlich am wenigsten. So. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal, was wir heute noch so erreichen können. Ich sehe gerade, ich habe noch ein bisschen Gold über, da kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen leveln. Viel ist wahrscheinlich eh nicht drin, weil das einfach so überdimensional teuer mittlerweile ist. Ja, komm, wir bringen das mal auf ein paar schöne Zahlen. So, aber... Ach komm, das können wir auf 400 bringen, oder? Ja, das bringen wir mal auf 400. There we go. Und den Rest mal so. Na, nicht zu viel, weil sonst vergesse ich wieder diverse Sachen zu machen. Die Gilde ist im Moment immer noch super aktiv. Es geht viel vorwärts. Wir sollten demnächst mal den Gemüsegarten in Angriff nehmen. Vielleicht nächstes Wochenende an alle Gildenmitglieder bzw. an meine lieben Offiziere, ich denke mal, wir können das definitiv anpacken. Wir haben mittlerweile extremst eine wirklich starke wirklich Gilde. Die sollten wir das nächste auf jeden Fall packen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Was hat da eigentlich der Freddy gelabert, der vor mir ist? Was labert der? So. Und ja, also festungstechnisch kann ich euch jetzt heute nicht mehr viel zeigen, deswegen werden wir mal schnell in die Dungeons gucken, beziehungsweise, die Taverne ist fertig. So, kommen wir diesmal dahin, wo ich hin will. Nordlingen und natürlich wieder nicht. Das kürzeste ist wieder 2 Minuten. Mein Glück. Also werden wir schauen, ne? Also selbstverständlich ist hier zum Geburtstag, zum 7-Jährigen, ist, ja, komplett alle Events sind da. Also Gold-Event, EXP-Event, Epic-Event für alle, die ab Stufe 50 sind. Das ist, denke ich mal, klar. Und deswegen... Schaut aber erstmal, dass ihr das Pet bekommt, wenn euch das wirklich interessiert. Apropos Pets, ich habe hier, müsste ich irgendwann glatt noch ein bisschen leveln. Ich habe hier schon ein bisschen was gemacht mit den Pets. Ich habe mich nicht ultra damit so beschäftigt, wie man mich vielleicht könnte. Aber habe es auf jeden Fall mal versucht, so ein bisschen was zu halten. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht unsere Pet-Dinger hier mal gewinnen für heute. 31. Müsste ich eigentlich schon das Stärkste ins Rennen schicken. Ja. Oder ich schicke das Schwächste ins Rennen. Ich glaube, ich schicke eher das Schwächste ins Rennen. Ach du Scheiße, Stufe 28, das wird ja wieder nix. Stufe 59, was sind denn das für Gegner? Kann ich ja... Wow, habe ich das gerade gewonnen? Sick. Okay. So, dann können wir hier mal unseren Orkal noch ein bisschen leveln. Damit der... Können wir den besiegen mit Orkal? Nein, sicher nicht. Hat er keine Chance? Und es ist unser Stärkster, der ist auf Stufe 1, der ist auf Stufe 6, also da geht halt... Nee, da geht nichts im Moment. Bei Licht können wir da das nächste schlagen vielleicht.
Ne, da habe ich auch schon eins freigespielt, aber leider noch nicht gefunden. Man muss seine Pets nämlich ziemlich krass leveln, damit man hier weiterkommt. Hier habe ich auch schon wieder eins freigeschalten. Ergo dürfte ich hier auch überhaupt gar keine Chance haben. Wahrscheinlich nicht. Hier habe ich auch wieder zwei freigespielt, zum Beispiel beim 25er Pet. Dementsprechend wird auch hier nichts zu holen sein erstmal. Aber ich habe die auch irgendwie alle nicht gefunden. Also pettechnisch habe ich im Moment übelst viel Pech tatsächlich. So, Taverne fertig. Ab geht's. Totenkopfinsel. Gib mir die Quest, Totenkopfinsel. Sonnenbrandmünze, Schwarzwassersümpfe. Mann! Nie Glück. Nie Glück. Dann nehmen wir das natürlich, was für uns am besten ist, nämlich am meisten XP und trotzdem noch viel Gold, ne? Also hier. Sonnenbrandwüste ist halt einfach nicht das Richtige, verdammt. Komm schon. Ich werde es natürlich jetzt nicht in dieser Episode schaffen. Möchte euch eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass ihr das an diesem Wochenende suchen solltet. Also trinkt ordentlich Bier, also im Spiel, damit ihr das auch hinkriegt. So, pettechnisch kann ich also nichts machen. Auch hier dürfte wahrscheinlich nichts gehen. Da habe ich auch eins. Ja, ne, ich gewinne Kämpfe, aber finde dann einfach die dazugehörigen Pets einfach nicht, ne? Unglaublich. So, einmal die Dinger hier rein. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, wenn ihr Holz oder Steine findet, einfach ins Charakterporträt ziehen, dann wird das hier bei der Festung dazu. Das war jetzt knapp 60.000, glaube ich, 55.000 oder so. Ja, alle Events, ach so, alle Events, ja, also auch Pilze mega vergünstigt, ne, zum Geburtstag. Ist eh klar, oder? Ja, dann versuchen wir doch einfach noch ein bisschen im Dungeon was zu reißen. Guck gerade mal. Oh Gott, im Portal war ich ja ewig nicht mehr, weil ich da über... Oh, ich mache im Portal ja mittlerweile richtig viel Schaden. Oh, ich sollte öfter mal wieder ins Portal gucken. Das habe ich eine lange Zeit lang nicht beachtet, weil ich da gar nicht mehr vorwärts gekommen bin. Vielleicht verwechsel ich auch einfach immer wieder mit der Gilde, weil in der Gilde geht das ja super, super, super langsam. Also wir könnten mal schauen, was geht denn in Osteros? Wen haben wir denn da eigentlich? Ach ja, stimmt. Ja, da war ja Peter der Pimp. Können wir den mittlerweile eigentlich schlagen? Eher nicht so, wa? Trotz aller Skills und allem Leveling ist der Peter mit Stufe 330. Aber gut, der Stufe 330. Schon nochmal ein ganz schönes Stück zu viel. Im 13. Stock wird dann dementsprechend auch nichts gehen, weil die sind da auch auf 355. Ladies and Gentlemen, dafür... Ich nehm's zurück. What? Schock, Sockenpuppen, lass Fäuste sprechen. Alle Attribute 286. Warum so eine Scheiße? Buh. Wäre eigentlich ganz geil gewesen, aber in dem Fall ist es halt eher so... Buh. Schade. Aber ich habe was geschafft. Das ist wenigstens ein Level-Up. Oh, dann darf ich nicht gleich vergessen. Leveln wir hier gleich mal mit. So. Oha, ich habe im 13. Stock was geschafft. Und jetzt würde Heinrich die Zauberfee kommen. Von den Krallen des Helgor übel zugerichtet, hält sich deine Miene sichtlich auf, als eine gute Miene Fee erscheint. Sie wird dir sicherlich sicher helfen. Doch Augenblick, das ist ja gar keine Art von Fee, die Wünsche erfüllt. Ja, sieht halt nicht so gut aus. Der ist 360, kann ich den packen? Ich pack den, ich werd bekloppt. Knappe Kämpfe sind immer besonders spannend, Gan. Ja, deswegen haben wir auch die Skip-Funktion. Mega krass viel Erfahrung und endlich mal was mit Sockel. Gespenstische Handschuhe wie von Geistern, das sieht richtig geil aus. Level up again und die sind echt richtig gut. Die werden angelegt. Dann kann ich die Handschuhe wahrscheinlich sogar meinem Magier geben. Dann brauchen wir nur noch einen Sockel. Ich habe auch unglaublich viel Pech gehabt bisher bei der Edelsteinmine. Ich kann das jetzt mal machen, kann mal Suche beginnen. Das gibt mir einfach und wir kriegen... Oh mein Gott, I'm so fucking lucky. Und bitte, rein damit. So, wir ballern das auf den Mage. Das sollte ihm eigentlich was bringen. Oh, das ist eine richtige Steigerung für ihn. Aber mal eine richtige Steigerung. Perfekt. So, verkauft. Dann vielleicht doch nochmal, aber ich glaube, das wird nicht viel rumreißen, oder? Nee, das wird nicht viel rumreißen. Schauen wir lieber hier nochmal, da ist der Düse der Panty Raider. Das ist ja pervers hier. Aus einem der verwüsteten Büroräume hast du ein Geräusch gehört. Vorsichtig, schaust du nach. Es ist bestimmt nichts weiter, doch plötzlich springt dir Düse der Panty Raider entgegen. Er will dir ans Leder, mindestens. Ja, genau so klingt das ganze Spaß hier nämlich auch. Können wir auch den knacken? Oh, ganz knapp. Also vielleicht mit ein bisschen mehr Luck. Komm schon. Mit ein bisschen mehr Luck geht das. Komm schon. Jawoll.
Hello Kitty confirmed. Geil. Es haben schon Leute weniger penetrant gegrinst, während sie schreckliche Ungeheuer abmurksen. Aber schon klar, du bist der Held. Hello Doggy Puppe. Für echte Männer. Also direkt was für mich, würde ich sagen. Sehr geil. Wieder Level Up. Problem. Leider kein Sockel. Dementsprechend nicht so gut. Auch hier bräuchte ich noch was im Sockel. Aber ich habe extremst viel Pech, was Int-Sockel angeht, dass, also Edelstein angeht. Unglaubliche Zufall, dass ich jetzt genau eine Aufnahme bekommen habe, denn hier fehlt mir erstens mein und beim Mage, ja, guck mal, habe ich übelst viel Ausdauer geskillt und Glück, was ich gar nicht brauche, und hier ist auch noch was frei, weil ich einfach keine Steine finde, das ist zum Kotzen, aber heute sind wir wohl im Glück, ich sollte öfter aufnehmen. Okay, und nächster, Klöppel von Helsing. Ah, ich liebe die Namen. Schon beim letzten Kampf hast du gespürt, dass du die ganze Zeit beobachtet wurdest. Plötzlich erscheint der gefürchtete Klöppel von Helsing, der aus irgendeinem Grund mit einem Pinsel bewaffnet ist. Mit roter Farbe. Oder etwas, das so aussieht. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir auch... Oh, das ist ein Mage, den schaffen wir nicht. Oder? Mage? Schwierig. Obwohl, doch, wir könnten ihn schon packen. Müssen wir nur genug Glück haben! Knappe Kämpfe, jawohl, und wir finden das verbotene Buch FSK ab Stufe 18, ihr Schlawiner. Und auch da ist ein Sockel drin, das dürfte also auch besser sein als das hier. Besser als der Fingerhut des überlegenen Geistes, wo wir aber auch wieder beim Thema sind, ja, leider kein Sockel, aber super. Wir büßen zwar ein bisschen was ein, aber wir haben jetzt erstmal 50% wieder Crit-Angriffe, das ist gut. Das ist verdammt gut, und dieser... Fingerhut kann... Ne, da haben wir das Toilettenpapier... Obwohl, warte mal. Ne, da geht extrem zurück. Da bleiben wir lieber auf 50%. Das ist schon ziemlich wichtig, tatsächlich. Für den Herrn Mage. Ey, wie viel wir heute im 13. Stock schaffen, hätte ich nicht für möglich gehalten, ne? Der K... Was? Also der Koma-Kommandeur. Alles klar. Du beschließt dich mit deiner Beschwerde an den Community Support zu wenden und landest beim Koma-Kommandeur, der sich deiner Sache gern persönlich annimmt. Sehr, sehr geil. Und der ist eigentlich einfach nur stark. Und wow, der viele Leben. Den kloppen wir nicht runter, oder? Den kloppen wir, glaube ich, nicht runter, oder? Ah ja, knapp. Mist. Okay, den schaffen wir nicht mehr. Dann schauen wir mal hier, ob wir jetzt endlich nochmal in... auf die Totenkopfinsel kommen oder eher nicht. Komm schon. Natürlich nicht. Dann nehmen wir natürlich wieder das, was 2 Minuten geht. So, hier kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht weiter. Dann werfen wir noch einen Blick auf den Märchenturm. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, unsere Kollegen hier nochmal ein bisschen zu stufen und zu skillen. Nicht mal wirklich, kein Gold mehr. Sehr geile Musik im Hintergrund im Übrigen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Turm betreten können. Wir waren ja beim Prinz im Schäferspelz, die geniale Tarnung, die wir durchschaut haben. Haben wir eine Chance, den zu schaffen? Easy sogar, wir sind nicht mal dran. Und wieder stirbt in Erinnerung, wir kriegen alle Attribute, das ist aber eher so scheiße. Also, wieder rein, diesmal treffen wir auf Peter Pan wahrscheinlich. Oder, nee, ach Quatsch, Peter Pan sage ich, Robin Hood, Entschuldigung, Robin der Umverteiler. Der Umverteiler? Die sozialen Verhältnisse derart auf den Kopf zu stellen, das kann politisch nicht gewollt sein. Okay. Den schaffen wir aber. Ihr habt euch den Ängsten eurer Kindheit gestellt und den Träumen und Sehnsüchten ebenfalls. Nun sind sie alle tot. Und wir kriegen für den Krieger alle Attribute, aber ich glaube, das ist nicht so gut, was das... Doch, das ist dasselbe, nur mit Sockel und besser. Das ist ja absolute Weltklasse. So in etwa will ich das haben. Ja, sorry, das kann alles weg. Den Fingerhut, ja, der kann auch weg. So. Der nächste ist Ali, der Sesamöffner. Hinter ihm ist die Tür mit Felsen verstellt. Das Passwort müsst ihr schon aus ihm herausprügeln. Kein Problem, prügeln wir ein bisschen. Und das ist super easy. Elendige Fantasiegestalten halten sie wofür was Besseres. Wir kriegen die lustige Taschenexplosion. Alle Attribute... ist plus, aber eh nicht so das Wahre für uns. Als nächstes würde anstehen der neu bekleidete Kaiser. What the fuck? Sagt ihm besser nicht, dass er in dem Aufzug fett aussieht. Er trägt nämlich auch ein neues Schwert an seinem neuen Gürtel. Ja, ja, so siehst du aus. So, ganz schnell schauen.
kommt jetzt endlich mal die Quest, die ich brauche. Immer Nachtwald. Totenkopfinsel. There we go. There we go. Totenkopfinsel, 2 Minuten. Ist jetzt hier noch on air die Möglichkeit, dass ich das seltsame Pet kriege? Das wäre der Knaller, Leute. Eine Chance nehmen wir. Können wir den schlagen hier? Den neu bekleideten Kaiser? See. Und wieder stirbt eine Erinnerung an die Zeit. Ja, wir haben ja auch lange nicht aufgenommen. Dementsprechend habe ich auch lange diese Türme nicht gemacht. Also können wir heute definitiv mal ein bisschen weiterkommen. Das hier ist an sich ganz nice. Das ist ungefähr dasselbe wie das hier. Aber leider ohne Sockel. Dafür sind alle anderen Attribute schon echt fett. Und da wir dann nur Ausdauer haben, überlege ich tatsächlich, den zu nehmen. Der hat zwar, wie gesagt, keinen Sockel, aber er ist so viel stärker vom Gesamtschaden. Macht so viel mehr Stärke und Glück auch, dass ich, glaube ich, auf ein bisschen Ausdauer scheißen kann tatsächlich. So, der Dumbatz wäre der nächste. Die Klebstoffindustrie würde Millionen zahlen für diese goldene Gans. Besser, ihr legt selbst Hand an. So, können wir die auch noch schlagen? Den auch noch schlagen? Jawohl. Und zwar kriegen wir dafür den riesigen Klunker der Maßlosigkeit. Man trägt ihn nicht, man besitzt ihn einfach. Glück 1455. Wow, das ist sehr viel Glück. Im Gegensatz zu dem hier. Holy crap, ist das viel Glück. Was, das ist gar kein... Ach, das ist ein Ring. Oh wow, das ist ein Ring. Das haben wir natürlich nicht nötig. Das ist natürlich nicht nötig. Aber es ist ein geiler Ring. Den behalte ich jetzt auf jeden Fall mal so auf Tasche. Der ist nämlich ziemlich nice. So, und dann würde ich sagen, machen wir noch Hänschen und Gretchen. Vorspeise, Brotkrumen vom Waldboden, Hauptgang, geschmorte Rotzbelger, Nachtisch, Lebkuchenvariation. Komm, ist auch noch drin. Ja, sehr schön. Elendig auf der Singgestein, bla 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 bla. Eiserne Boxhandschuhe, im Ring nicht gern gesehen, aber in der Praxis wirkungsvoll. Leider ohne Sockel, also nicht so gut. So, jetzt kommt die Spannung. Kriegen wir das legendäre Pet? Kriegen wir das legendäre Pet? Ladies and Gentlemen! Oh, Steine. Steine. Are you kidding me? Steine. Und leider, leider, leider nicht das, was ich wollte. Naja, dann nehmen wir trotzdem... Na, dann nehme ich jetzt den hier. Müssen wir gleich noch ein paar Bierchen trinken und ich muss den Rest dann off-air schaffen, natürlich. Vielleicht habe ich auch einfach Pech und wir kriegen es nicht. Wir probieren noch einen zu schaffen hier heute an diesem wunderschönen Geburtstag. Nämlich den Bärenschreck. Einbrecherin zerstört Mobiliar und macht sich des Mundraubs schuldig. Wer sollte da Gnade kennen? Ich würde sagen, ich. Und wir machen den Bärenschreck ein für alle Mal fertig. Kriegen wieder das lustige Buch. Aber ohne Sockel, also ist das eigentlich gar nicht so gut. Ach komm, was soll's. Komm, wir haben 7 Jahre Shakes und Fidget, Freunde. Wir machen jetzt noch bis 60, wenn wir es schaffen. Na, holla die Pocahontas, die Popohontas. Na, nee, ist klar, ne? Hat die nicht die Chichore-Schrift erfunden und wurde dafür mit einer Dollarmünze geehrt? Chicore, Chicore-Schrift. Das muss genug sein, denn sie steht euch im Weg. Auf geht's, schaffen wir. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Haben wir unseren Meister gefunden für heute? Oh mein Gott, wie knapp! Komm, etwas mehr Luck beim Worry. Ich glaube, der Worry macht recht wenig Schaden. Jetzt haben wir sie aber. Popohontas! Geh down! Nein! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wieder um einen Hit. Jetzt haben wir sie. Und wir kriegen die Hakenhand des Klabautermanns. Der Vorbesitzer starb beim Kielholen. Ist für den Krieger... Ist an sich ziemlich nice eigentlich, aber, und das ist halt der große Haken. Wobei, warte mal, was haben wir denn da? Alle Attribute, okay, und es ist so viel besser. Was, ist es nicht die Hand? Hakenhand? Was soll das dann sonst sein? Hallo? Hakenhand? Krieger? Hakenhand? Hände? Ach, Waffe! Nee. Das soll eine Waffe sein? Ach so, ja, Hakenhand, Waffe. Ich dachte, es wäre halt Hand, weißt du? Ich hätte auf Schaden achten müssen, sorry. Okay, ja, dann ist es natürlich nicht so gut. Okay, letzter Dungeon für heute. Die Nummer 60. Beziehungsweise Etage 59. Fliegen Massenmörder. Wer fliegen klatscht, klatscht irgendwann auch Abenteurer. Besser, ihr legt ihm gleich das Handwerk. Und genau das werden wir tun. Easy going. Wir kriegen nochmal die Waffe. Schon wieder, ey. Nur Worry-Waffen und dummerweise halt nicht mal ansatzweise so gut.
Und damit sind wir bei der 60 und ich glaube, bei Aschenbrödel belassen wir es dabei. Das war wunderschön. Und ich würde sagen, danke Shakes & Fidget für 7 Jahre. Es hat ja auch eine 10. Internationale Welt aufgemacht. Für alle, die nochmal irgendwie neu anfangen wollen, könnt ihr euch das auch mal angucken. Ich sag Dankeschön fürs Zugucken, für Shakes & Fidget. Tolle Zeit gehabt. Immer noch heute diese Spezialfolge. Und jetzt für alle, die dran geblieben sind, habe ich noch eine mega Überraschung. Aber wirklich nur für Leute, die tatsächlich das ganze Video geguckt haben. Und ich habe einfach auch mit voller Absicht nicht am Anfang verraten, dass am Ende des Videos noch was Krasses kommt. Denn die sind selber schuld, ja. Hier werden die Leute belohnt, die die Videos auch einfach gucken, weil sie Interesse haben. Und zwar verlose ich unter allen, die jetzt das Video zu Ende gucken, 5-mal ein einzigartiges Shakes and Fidget Comic. Und zwar dieses hier, dieses limitierte Comic, ja, das ist ein 96 Seiten großes Comic mit veredeltem Hardcover. Die Limit Edition hat 16 Zusatzseiten und sogar noch ein beidseitig bedrucktes Poster. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir zu schreiben, warum ihr Shakes & Fidget so gerne habt. Und unter 5 von euch verlose ich dann dieses wunderschöne Comic. In circa eine Woche habt ihr Zeit, das ist mein Geschenk. Für 7 Jahre Shakes & Fidget an euch. Ich bedanke mich fürs Zugucken und habt noch weiterhin viel Spaß mit Shakes & Fidget.